Wir begleiten die MS Haraljal von Trondheim, wo sie 1960 in Trondheims mechanische Werkstatt gebaut wurde, bis Kirkenes und zurück nach Trondheim. Es ist das älteste Hurtigruten-Schiff, das noch diese normale Route befährt. Es ist 87,4 Meter lang, 13,3 Meter breit und die Höhe von der Wasserlinie bis zur Spitze des Mastes beträgt 24,3 Meter. Das gesamte Gewicht des Schiffes beträgt 2620 Bruttoregistertonnen. Es hat Platz für 399 Passagiere und hat 90 Kabinen mit insgesamt 164 Kojen. Die zwei Frachträume sind insgesamt 370 Quadratmeter groß. Das Schiff wurde von der Nordenfjeldske Dampfschiffselskap gebaut. Heute gehört es Troms Fylkes Dampfschiffselskap AS in Tromsø. Der maritime Teil der Besatzung beträgt 17 Personen. Das Restaurantpersonal variiert von 5 Personen bis 20 Personen in der Hochsaison im Sommer, in der das Schiff normalerweise ausgebucht ist. Das Schiff wurde 1985 modernisiert. Obwohl die Haraljal fast 40 Jahre alt ist, ist es trotzdem mit modernem Navigationssystem ausgestattet. Später sehen wir uns das näher an. Wir nähern uns Önes am Eingang zu Glomfjorden. Der Kapitän ist selbst auf der Brücke, um das Schiff am Kai anzulegen. Wegen des guten Wetters werden die Ladeluken schon bei der Einfahrt geöffnet. Die nach Norden fahrende Hurtigrute läuft jeden Morgen um 9 Uhr Örnes an und bleibt ungefähr eine halbe Stunde. Im Laufe des Abends und der Nacht waren wir in Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen und Nesna. Der erste Offizier gibt den Matrosen auf dem Backdeck Anweisungen. Etwa 20 Kilometer tiefer im Fjord liegt der Industrieort Glomfjord, wo Norsk Hydro seine große Kunstdüngerfabrik hat. Ein Teil der Fracht, die hierher kommt, geht deshalb weiter nach Glomfjord. Önes ist seit 1795 Handelsort. Unterwegs werden mehrere Ausflüge für die Passagiere arrangiert. Diejenigen, die den Gletscher Svartisen sehen wollen, werden inmitten des Fjords von einem kleineren Boot abgeholt. Die Fahrt geht dann zu Hollandsfjorden und Svartisen und von dort mit Bus nach Bodø, wo sie wieder an Bord von Haraljal kommen. An Bord der Haraljal gibt es eine Reiseleiterin, die bei allen Ausflügen dabei ist. Die Rundreisepassagiere steigen in Bergen oder Trondheim an Bord und fahren mit bis Kirkenes und zurück zum Ausgangspunkt. Die Passagiere machen im Sommer die Mehrheit aus auf der Reise, die häufig die schönste Seereise der Welt genannt wird. Es gibt eigentlich mehr Küstenstrecke-Passagiere, aber viele von ihnen bleiben nur kurz an Bord, wie zum Beispiel von Bodø bis Skjoldvær. Die manuelle Steuerung des Schiffes erfolgt mit einem kleinen Hebel, der die Impulse an die Rudermaschine ganz hinten im Schiff gibt. Oben an der Decke, gut sichtbar, gibt es einen Ruderindikator, der die genaue Position des Ruders anzeigt. Wir gleiten langsam in den Hafen von Bodø hinein, wo wir um 12.30 Uhr ankommen sollen, gut 24 Stunden nachdem wir Trondheim verlassen haben, und circa 2,5 Tage nach dem Start in Bergen. In Bodø bleiben wir bis 15 Uhr, also haben die Reisenden 2,5 Stunden Zeit, um sich ein bisschen in der Stadt umzusehen.
Das Schiff ist mit einem Lyon drehbaren Propeller ausgestattet, der einen Diameter von 3,66 Meter hat. Parallel zur Änderung des Propellerwinkels wird auch die Hauptmaschine reguliert. Bude ist die größte Stadt Nordlands mit ca. 35 Einwohnern und ist ein wichtiges Industrie- und Handelszentrum. Harald Jarl ist eines von 11 Hurtigrutenschiffen. Alle starten in Bergen und wenden in Kirkenes. Die Reise dauert 11 Tage. Demnach fährt jeden Tag ein Schiff von Bergen Richtung Kirkenes ab. Alle Schiffe haben in sämtlichen Häfen die gleiche Anlauf- und Abfahrtzeit. Am Sonntag, dem 2. Juli 1893, verließ DS Westerålen als erstes Hurtigrutenschiff Trondheim mit Richard Witt auf der Brücke. 3 Tage später war Westerålen in Hammerfest. Seit 1936 gibt es die tägliche Route Bergen-Kirkenes. In Bude wird entladen und beladen. Die Hurtigrute ist nicht nur ein Passagierschiff. Alle Schiffe sind gleichzeitig auch Frachtschiffe mit normalen Laderäumen. In die Laderäume der Harald Jarl passen auf 2 Decks verteilt 200 Paletten hinein. Mit dem schiffseigenen Kran kann beladen und entladen werden. Der Matrose steuert den Kran mit einer Kabelfernbedienung. Selbst das obere Laderdeck ist ziemlich tief. Nach dem Entladen wird das untere Laderdeck mit dem Kran geöffnet. Unten im Laderaum werden die Paletten zu ihrem Platz gerollt. Deshalb muss die ganze Fracht auf Paletten geladen sein.
Am Kahinbude steht ein Amka, ein sicherlich beliebtes Auto. Harald kann maximal 6 Autos transportieren. Sie werden mit dem Kran an Bord gehoben und auf das Vorderdeck gestellt. Dies ist ziemlich kompliziert und erfordert 3 bis 4 erfahrene Männer, um Schaden an dem Auto zu verhindern. Es vergeht keine Rundreise, in der keine Autos für kurze oder lange Strecken transportiert werden. Manchmal kommen die Autos in Bergen an Bord und kommen mit bis Kirkenes. Und von dort werden sie von den Besitzern zurückgefahren. Auch ein Schiff muss sich manchmal spiegeln dürfen. Es ist 3 Uhr nachmittags und wir machen uns bereit für die Abfahrt von Bude. Die Ladeluken werden mit dem Kran geschlossen und danach wird der Kranarm gesenkt. Die Brücke gibt das Startsignal und der Maschinist startet die Hauptmaschine. Die Hauptmaschine ist in Akers Mechaniske Werkstatt in Oslo unter der Lizenz von Burmeister Ogwein in Dänemark gebaut.
Wenn die Maschine läuft, übergibt der Maschinist die weitere Kontrolle über die Maschine an die Brücke. Danach gibt der Maschinist der Brücke ein Signal, sodass die Brücke die Kontrolle über das Schiff übernehmen kann. Die Oberstempel, die wir hier sehen, haben eine Schlaglänge von 400 mm, während die Unterstempel eine Schlaglänge von 1100 mm haben. Der Turbolader ist von Brown Boveri produziert worden. Jetzt reguliert der erste Offizier die Motorgeschwindigkeit, nachdem er das Kommando auf der Brücke übernommen hat und das Schiff weiterführt. Volle Kraft voraus heißt 15 nautische Meilen pro Stunde. Die Hauptmaschine leistet 3450 PS. Die Maschine ist 8,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und 8,5 Meter hoch. Sie wiegt ca. 120 Tonnen. Wir sind jetzt auf dem Mitteldeck im Maschinenraum. Hier sind die Treibstoffpumpen und die Zentralschmiereinrichtung. Sie versorgt alle äußerlichen Schmierpunkte der Maschine mit Öl. Der Maschinist kann den Ölstand an jedem einzelnen Apparat ablesen. Jetzt sind wir auf dem unteren Maschinendeck. Durch ein kleines Fenster kann der Maschinist kontrollieren, dass die Ölkühlung der Stempel richtig funktioniert. Der Maschinist muss durchgängig die Maschine kontrollieren und dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Es ist die Aufgabe des diensthabenden Maschinist, der Maschinenjournal zu führen. Nach dem Start schließt der Maschinist das Hochdruckventil an. Wenn das Schiff am Kai anlegt, werden die Maschine und der Propellerwinkel von der Brücke reguliert, aber dies kann auch im Maschinenraum kontrolliert werden. Die Hauptmaschine läuft nur vorwärts. Um rückwärts fahren zu können, muss der Propeller gedreht werden. Bei normaler Reisegeschwindigkeit beträgt die Tourenzahl 144 Umdrehungen. Der Treibstoffverbrauchsmesser zeigt, wie viele Liter Treibstoff verbraucht werden. Die Instrumentstafel unten auf dem Manöverdeck. Dies ist der Lufteinlass für die Maschine. Bei niedriger Geschwindigkeit wird die Luftmaschine gestartet, um für ausreichend Luft zu sorgen, damit das Abgas von den Zylindern herausgespült wird. An der Maschine sind laufende Wartungsarbeiter notwendig. Diese Aufgabe hat der Motorenwärter. Die Fabrikationsmarke von Arkisch Mechaniske Werkstatt aus dem Jahr 1960. Bei der Überholung der Maschine und wenn es sonst notwendig ist, kann der Drehmotor die Maschine langsam drehen, um sie richtig zu positionieren. Im Maschinenraum gibt es auch eigene Ölseparatoren für Treibstoff und Schmieröl. Die Ventile für die Treibstoffzufuhr zur Hauptmaschine mit den dazugehörenden Druckmessern. Die Zubringepumpen pumpen Öl von einem Tank in einen anderen, zum Beispiel von Steuerbordanlagetank in der Backbordanlagetank. Wie alle anderen Motoren haben auch diese Ölfilter für das Schmieröl, um ungewünschte Partikel zurückzuhalten, bevor das Öl zurück zum Motor gepumpt wird. Drei Dieselgeneratoren erzeugen Strom für das Schiff. Zwei sind in Betrieb, während der dritte zur Reserve ist. Die Dieselmotoren sind von Bergen Diesel gebaut worden und die Generatoren von Siemens Schuckert. Jeder Generator leistet 400 Kilowatt. Auf der Haupttafel
sind die Instrumente des technischen Systems platziert. Von hier wird der Strom auf das ganze Schiff verteilt. Der Donkeykessel steht auch im Maschinenraum. Er versorgt Kombüse, Kabinen und andere Orte mit warmem Wasser. Auch der Donkeykessel ist mit Instrumenten versehen. Manometer, die den Druck in dem Kessel anzeigen, und ein Wasserstandglas, das angibt, wie viel Wasser im Kessel ist. Wenn das Schiff etwas Tiefgefrorenes transportieren soll, wird dieses Gefrieraggregat gestartet. Die Temperatur in einem oder beiden Laderäumen kann auf 20 Grad unter Null gesenkt werden. Der Reparateur hat eine eigene kleine Werkstatt im Maschinenraum. Hier gibt es verschiedene Handwerkzeuge und eine Drehbank. Die meisten Reparatoren werden während der Fahrt erledigt. Einige muss aber im Hafen repariert werden. Es gibt zwei Entwässerungspumpen. Die vordere ist für mehr Wasser und die andere für Abwasser. Das Abwasser wird nicht direkt von Bord gepumpt, sondern vorher in diese Anlage gefiltert. Die gesamte Kraft der Maschine wird auf die Propellerwelle übertragen. Die Drehung des Propellers muss auch auf die Propellerwelle übertragen werden. Ganz hinten ist das Schubkraftlager. Ganz hinten im Schiff ist die Rudermaschine. Ob das Schiff manuell oder per Autopilot gesteuert wird, alle Befehle von der Kommandobrücke werden hierhin übertragen. Wenn man die Größe des Ruderstammes betrachtet, kann man leicht verstehen, dass Kraft benötigt wird, um ihn zu bewegen. Im Notfall, wenn die Automatik versagen sollte, ist es möglich, das Schiff manuell von der Rudermaschine zu steuern. Das Steuertableau mit dem Kreiselkompassanzeige und der Autopilot. Der Kreiselkompass ist in etwa mitten auf der Brücke platziert. Haralyal ist natürlich auch mit neuen Radarsystemen ausgestattet. Es sind zwei Radare vorhanden, das eine 10 cm mit einer Reichweite von 50 bis 60 nautische Meilen und das andere 3 cm mit einer Reichweite von 20 bis 30 nautische Meilen. Ein GPS, das heißt Global Positioning System, zeigt an, dass wir uns Schwollwehr nähern. Auf der elektronischen Karte werden die Position und die Fahrrichtung des Schiffes angezeigt. Obwohl das Schiff mit allen modernen Mitteln der Navigation ausgestattet ist, ist es immer noch vorgeschrieben, dass normale Navigationsausstattung vorhanden ist und benutzt werden kann. Unten im Laderaum sind Rauchmelder platziert. Eine Rauchentwicklung würde ein Alarmsignal auslösen. Personal auf der Brücke kann dann ablesen, wo im Laderaum der Rauch entstanden ist. Navtext ist ein Instrument, das wichtige Nachrichten an alle Schiffe schickt. Die Nachrichten kommen schriftlich auf eine Papierrolle, damit keine Missverständnisse entstehen. Wetterberichte, Sturmwarnungen etc. erreichen hier das Schiff. Das manuelle Telefon, das keinen Strom von außen benötigt, hat Linien zum Backdeck, zum Maschinenraum und zu der Rudermaschine ganz hinten. Wir nähern uns Stamsun und werden ein ganz besonderes Anlegermanöver sehen. Bevor das Schiff anlegen kann, muss es gedreht werden, um wieder herausfahren zu können. An einem bestimmten Punkt muss der Anker geworfen werden. So wird der Bug zurückgehalten. Bei sehr langsamer Weiterfahrt wird das Schiff langsam gedreht.
Jetzt fahren wir mit voller Kraft nordwärts. Die normale Fahrtgeschwindigkeit beträgt 15 Knoten, aber das Schiff kann über kurze Strecken bis zu 19 Knoten fahren. Die ganze Route ist für 15 Knoten geplant und selbst die neuesten Schiffe halten diese Geschwindigkeit. Deshalb kann das Schiff kleine Verspätungen leicht einholen. Innerhalb von 24 Stunden treffen wir normalerweise zwei andere Hutirote-Schiffe. Und hier kommt MS Kong Harald. Oben auf der Brücke befindet sich auch eine Manövertafel mit Anzeigen für die Feuertüren. Das Schiff hat insgesamt 14 feuerfeste Türen. Es gibt auch eine Neigungsanzeige. Wie wir sehen, ist es jetzt ziemlich ruhig. Die wasserdichten Türen können auch von der Brücke geschlossen werden. Dies darf nur der Kapitän machen. Im Falle eines Unfalles können eine oder mehrere dieser Türen geschlossen werden. Das Schließen der wasserdichten Türen geschieht mit diesem Rad. Das Schließen an sich geschieht hydraulisch. Das Schiff von Schwollwehr herauszufahren, ist eine ziemliche Herausforderung. Es ist eng und das Schiff muss im Hafen gedreht werden. Auf der Backbordseite wird eine Trosse befestigt. Wenn das Schiff mit dem Bug im 90-Grad-Winkel zum Kai steht, wird das Schiff ein bisschen rückwärts vom Kai weggefahren und die Winde an Land zieht den Bug Richtung Backbord. Dies ist die berühmte Schwollwehrdrehung. Hier ist die Zusammenarbeit zwischen den Matrosen und dem Steuermann sehr wichtig. Obwohl es mitten im April ist, ist es immer noch Winter in Harstad. Hier treffen sich nordwärts und südwärts fahrende Hutirote. Harald Jarl von dem obersten Deck, einer der neuesten Hutirote gesehen. In Tromsø liegt das Schiff 3,5 Stunden, also gibt es reichlich Zeit, mit der Seilbahn hochzufahren und die Aussicht von Tromsø zu genießen. Hammerfest ist die nördlichste Stadt der Welt. 70 Grad, 39 Minuten und 48 Sekunden Nord. Ungefähr wie der nördlichste Punkt Alaskas, Point Barrow. Hammerfest hat ca. 7000 Einwohner. In Hammerfest haben die Touristen aus den wärmeren Ländern etwas Neues zu sehen bekommen. MS Harald Jarl hat einen Tretschlitten dabei, den Interessierte ausprobieren dürfen. Es ist ein ziemlich ungewöhnliches Vorbewegungsmittel, aber so faszinierend, dass ein Amerikaner einen kaufte, um es mit nach Hause zu nehmen.
Wir liegen ausreichend lange in Honningsburg, um Zeit zu haben für eine Busfahrt zum Nordkap. Mitten im Winter ist der Weg dorthin meistens gesperrt, aber jetzt ist es für einige Stunden am Tag geöffnet. Wir müssen dem Schneefluch hinterher fahren. Der Globus auf dem Nordkap-Plateau zeigt, dass sie hier am Ende Europas sind. 71 Grad, 10 Minuten und 21 Sekunden nur. Einige Touristen glauben, dass sie sich hier dem Nordpol sehr nah befinden. Aber es sind noch ungefähr 2500 Kilometer bis zum Nordpol. Eigentlich ist Nordkap nicht der nördlichste Punkt Europas, sondern Knivschellotten auf 71 Grad, 11 Minuten und 48 Sekunden Nord. Aber es ist schwierig, dahin zu fahren. Hat die Hafenbehörde von Mehamn diese große Reifen in Kirkenes geholt, um sie als Fender zu benutzen? In Kirkenes wendet die Hurtigroute. Bevor wir die Rückfahrt antreten, wird eine Busfahrt zu den alten Grubenanlagen organisiert, die vor wenigen Jahren noch in Betrieb waren. Sie waren die ökonomische Grundlage für die Gesellschaft hier oben. Heute sind die Maschinen weg, aber die enormen Grubenanlagen werden immer sichtbar bleiben. Es blieb auch Zeit für einen Besuch der russischen Grenze, aber keiner durfte sie überqueren. Jetzt ist Haraljarl südwärts fahrende Hurtigroute. Wir haben Kirkenes gerade verlassen. Schöner kann es wohl nicht sein. Am Abend begegnen wir der nordwärts gehende Hurtigroute MS Nordkap. Riserenna ist ca. 4,5 Kilometer lang und wurde 1922 das erste Mal fertig ausgebaggert. Dadurch bekamen Westerolen und Andeja Hurtigrouten Anlaufstellen. Der Sandboden von Riserenna muss ständig ausgebaggert werden, um tief genug für die Schiffe zu sein. Hier arbeitet die Küstenbehörde mit zwei Schwimmbaggern. Bei Risehamn steht die Brücke, die die größte Insel Norwegens, Hinnøy, mit Andøya verbindet. Die Brücke ist 750 Meter lang und so hoch, dass Haraljarl keine Probleme mit der Unterquerung hat. Riserenna
ist seit mehr als 200 Jahren Handelsort. Ganz unten im Schiff ist das Proviantlager. Hier gibt es sowohl Kühlräume als auch Gefrierräume. Der Proviant wird in einem kleinen Fahrstuhl zu der Kombüse hochgeschickt. Die Kombüse ist nicht besonders groß, wenn man bedenkt, dass ein mehrgängiges Menü für 160 bis 170 Personen zubereitet werden soll. Das Essen an Bord soll etwas Außergewöhnliches sein. Der Chefkoch füllt die Braten mit Aprikosen. Beef Stroganoff wird in einer großen Pfanne gebraten. Der Koch in der kalten Kombüse bereitet die schönsten Hummerplatten vor. Er ist verantwortlich für das Buffet zum Frühstück und zum Mittagessen. Nachdem alles fertig ist, werden die Platten mit dem Fahrstuhl nach oben in die Anrichte geschickt. Wo sie entgegengenommen und in den Speisesaal getragen werden. Jetzt ist alles bereit für die Passagiere. Das Mittagbuffet ist delikat gemacht und sehr reichhaltig. Das Personal ist immer bereit, den Passagieren zu helfen. Bei so großer Auswahl kann es schwierig sein, die richtige Wahl zu treffen. Das ist das einzige Problem, das die Passagiere haben. Der Oberkellner muss den ausländischen Passagieren oft erklären, woraus die verschiedenen Gerichte bestehen. Der Speisesaal ist groß und hell mit viel Platz. Auf dieser Reise gibt es nur eine Sitzung. Im Sommer kann es bis zu 3 Sitzungen geben. Die Offiziere haben ihren eigenen Tisch. Die Besatzung hat eine eigene Messe. Hier ist die Mannschaft und einige von den Offizieren. Die Mahlzeiten sind den Schichtwechseln angepasst, sodass diejenigen, die eine Schicht anfangen werden, vorher essen können und die, die eine Schicht beenden, nachher essen können. Die Besatzung hat auch einen kleinen Aufenthaltsraum. Hier können sich alle hinsetzen und ein wenig ausruhen. Es gibt immer viel zu spülen. Das ganze Geschirr, sowohl aus dem Speisesaal und der Besatzungsmesse, als auch aus der Cafeteria, wird in der Anrichte gespült und sterilisiert. Die Tellerregale sind so gebaut, dass die Teller auch bei sehr hohem Seegang nicht herausfallen können. Es gibt auch eine Bar an Bord, die tagsüber als Aufenthaltsraum für die kurzen Streckenpassagiere dient.
In der Cafeteria können die Kurzstreckenpassagiere sich etwas zu essen kaufen und es ist gleichzeitig ein gemütlicher Aufenthaltsraum. In dem unteren Salon, in dem das Rauchen gestattet ist, finden wir Kåre Espolin Jonssons bekannte Bilder aus Nordnorwegen. Petter Dass, der große Dichter von Nordland und Gemeindepfarrer in Alsterhaug von 1689 bis zu seinem Tod in 1708. Kåre Espolin Jonsson kann durchaus Petter Dass Gegenstück als Bildkünstler gesehen werden. Die Bilder sind in einer eigenen Kratztechnik ausgeführt und sind vorwiegend dunkel. Insgesamt sind 5 von seinen Bildern in diesem Salon zu sehen. Von dem oberen Panoramasalon hat man einen guten Ausblick nach vorne und zu beiden Seiten. Obwohl die Haraldial von 1960 ist, sind die Kabinen schön eingerichtet. Die meisten haben ein eigenes Bad und Toilette. Das ganze Schiff wurde übrigens 1985 renoviert. Wie auf allen anderen Schiffen ist die Kabine des Kapitäns am besten ausgestattet. Haraldial ist das einzige der Hurtigruten-Schiffe, auf dem der Kapitän eine Badewanne in seiner Kabine hat. In Stokmarknes wird das neue Hurtigruten-Museum gebaut. Die alte Hurtigrute Emmas Finnmarken gehört zu dem Museum und ist der größte Museumsgegenstand Norwegens. Hier gründete Richard Witt in 1881 Westerålens Dampfschiffselskap. Zwischen Stokmarknes und Svolvær fahren wir durch das 26 Kilometer lange Raftsundet. Einige von den Bergspitzen auf beiden Seiten sind mehr als 1000 Meter hoch. Die Fahrt durch Raftsundet dauert eigentlich ca. eine Stunde. Wir haben dies auf 20 Sekunden verkürzt, haben aber zwischendurch Aufnahmen in normaler Geschwindigkeit. Durch Raftsundet zu fahren ist wie ein Traum. Manchmal wundert man sich, ob es eine Öffnung gibt. Mitten in Raftsundet liegt ein Fjordarm, Trollfjorden. Wir fahren einen kleinen Umweg, um in den Trollfjord hineinsehen zu können. Jetzt laufen wir Svolvær an, die Hauptstadt der Lofoten, mit der berühmten Svolvær-Ziege. Svolvær hat 4000 Einwohner, während die Gemeinde nahe 9000 hat. Am nächsten Morgen überqueren wir den Polarkreis. Die Strecke nach Bergen haben wir zur Hälfte hinter uns. Nach Brennesund sehen wir Torkarten. Das Loch ist 160 Meter lang, ca. 25 Meter hoch und 12 bis 15 Meter breit. Jetzt sind wir zurück in Haraldials Geburtsort Trondheim. Hier verlassen wir das Schiff ungefähr 24 Stunden, bevor es in Bergen ankommen wird.